Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Sabatin und heute gibt es eine Meta-Tierlist, denn ich habe eine erstellt und wir werden heute ein bisschen über Meta sprechen und generell über Decks, die so auftauchen können im Meta. Ich habe ja schon die Top-Meta-Decks dieses Formats gemacht, hier oben angucken, aber das ist immer so eine Auflistung so der mehreren Decks, die jetzt im Endeffekt so reinkommen und ich habe ein paar kleine Veränderungen vorgenommen aufgrund der LCS, die jetzt da concluded ist. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit der Liste. Aber ganz kurz zu meiner Aufteilung. Ich denke mal, das ist klar. Ich habe schon öfter gesagt gehabt, dass diese meisten Tierlisten halt nur Sinn machen. Und deshalb habe ich meine Liste halt ein bisschen anders aufgebaut. Ich habe hier T0, das ist eigentlich klar. Ich habe das Deck to Beat, das ist auch ein T1 Deck. Aber das ist das Deck, was die meisten quasi schlagen wollen. Das heißt, das ist das Deck, was die meisten als das beste Deck ansehen. Und das, was die meisten halt schlagen wollen. Deswegen Deck to Beat. Ist aber trotzdem T1, ganz wichtig. Dann T2, T3 ist eigentlich klar. Und irrelevant ist alles, was schlechter als T3 ist, weil es einfach so nicht vorkommt oder super selten im Meta vorkommt. Da könnte jetzt einer angegriffen fühlen. Ich könnte es auch Rogue nennen. Ich habe es aber irrelevant genannt, weil es einfach nicht gut genug ist. Aber ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Deck. So, Altergeist ist ganz interessant. Das hat hier jetzt bei der LCS Platz 2 belegt. Es ist auch kein schlechtes Deck. Der Pilot hatte erstmal viel Glück. Er hat es gut gespielt, aber das Deck selber ist halt nicht so krass. Und deshalb kommt Altergeist zu T3. Denn mit dem Deck zu toppen, was T3 ist, ist jetzt nicht unwahrscheinlich. Aber es ist halt trotzdem nicht so das krasste Deck, was wir spielen können. Es gibt halt viel bessere Decks als Altergeist, was ihr spielen könnt. Obwohl es halt wirklich kein schlechtes Deck ist. Aber ich gebe euch mal ein Beispiel. Das nächste Deck zum Beispiel ist das Bird Up Deck. Das ist halt das Tri-Brigade mit den Lyrilis drin oder Varianten davon, die auf Simorgh enden mit der Barrier Statue. Das ist ein T2 Deck. Das ist ein richtig, richtig stronges Deck. Das macht Boards, die andere Decks nicht outen können. Deshalb ist es ein relativ gutes Deck. Und es macht es relativ konstant. Deswegen ist es halt auch ein recht gutes Deck. Das macht es auch besser als Altergeist. Wenn ihr das anders seht, könnt ihr auf jeden Fall in den Kommentaren widersprechen. Allerdings ist das meine Meinung. Also Altergeist auf jeden Fall Tier 3. Und Bird Up definitiv Tier 2 ist ein richtig gutes Deck. Dann haben wir das Buster Blider Deck. Das ist die Variante mit der Buster Blider Engine, mit Dragoon. Auch das ist ein gutes Deck. Allerdings, es ist halt gut, aber es ist halt nur Dragoon und wenn möglich eine Fusion der Buster Blader. Das ist halt zwar für viele Decks schwer zu outen, aber es ist halt nicht so konstant möglich wie jetzt hier die Varianten, weil es sind zwar Karten, die ja die Red Eyes Fusion searchen und die ganze Engine mit dem Buster Blader, aber es ist halt nicht so konstant möglich und meistens spielt man da mehr als 40 Karten, das macht die Konstanz ja nicht unbedingt besser, aber man braucht den Platz, damit man die ganzen Bricks sieht, das wäre halt sonst dumm. T3, denke ich, ziemlich angemessen. Dann haben wir Cyber Dragon. Es tut mir leid an alle Cyber Dragon Spieler, aber dieses Deck ist irrelevant. Es ist nicht mehr als ein Rogue Deck, es kommt nicht in T3 rein, es ist nicht mal, ich sage es mal nicht mal nah dran, es ist halt ein okayes Deck, aber es macht einfach nicht genug und es gibt zu viele Outs und das OTK Deck ist halt ganz gut, aber das war es halt einfach auch schon. Also, dann haben wir Dinos, wow, Dinos kommt zu T1, Dinos ist ein unglaublich stronges Deck. Ein unglaublich stronges Deck, genau. Dino ist ein unglaublich starkes Deck. Die Playlist hat enabled. Es ist auf der LCS auch in die Top 4 gekommen, glaube ich. Dino Shadow-Liste, was auch mal interessant ist, mal sowas zu sehen. Ja, es ist einfach ein gutes Deck, was extrem explosiv ist und Go Second einfach richtig, richtig stark ist. Habe ich ja auch in den Top Meta-Decks schon drin gehabt. Richtig stark. Dann haben wir jetzt einmal Dragon Link. Und Dragon Link ist das Deck to Beat. Es ist Tier 1, ähnlich wie Dino, aber dieses Deck wollen die meisten halt vernichten. Das heißt, die Seiten dagegen, zum Großteil, die wollen gucken, dass das Main Deck halt gegen dieses Deck ausgerichtet ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dieses Deck halt häufiger seht, deutlich größer ist. Deshalb ist das das Deck to Beat, Tier 1. Nicht drüber über den Tier 1, sondern einfach nur eine besondere Klassifizierung fürs Tier 1 Deck. Weil ich finde es immer ganz spannend, dass man sowas mal jeden Monat mal guckt, was sind so die Decks to Beat im Vergleich zu den Tier 1 Decks. Dann haben wir Drytron. Drytron kommt zu mir zu Tier 2. Es ist zwar durch Ben 10 Hit halt schlechter geworden, aber es ist halt immer noch sau gut und sau scary. Das kann nämlich immer noch viele, viele Sachen halt outen und ein Board aufbauen, was halt viele nicht outen können. Deswegen starkes Deck, obwohl viele das nicht spielen können. Und es wird halt jetzt mit den nächsten Sets nochmal besser. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Dann haben wir Earth Machine. Da packen wir mal alle Sachen rein wie Trains, Earth Machine, Train OTK, alles in die Richtung. Es kommt auch zu Tier 3. Es ist ein gutes Deck. Definitiv. Aber es ist nicht so, dass dieses Deck so weit oben steht, weil die anderen Decks in der Theorie einfach deutlich besser sind. Das Earth Machine ist natürlich richtig, richtig strong, aber nicht stark genug, um halt wirklich
die höheren Tiers halt zu erreichen. Dann haben wir Gren Maju. Ja. Tut mir leid, aber Gren Maju ist halt leider komplett irrelevant. Es gibt so viele Karten, die Effekte annullieren aktuell und Gren Maju würde halt da komplett untergehen. Deswegen ist das nicht viable, mit einem großen Monster über Sachen anzugreifen, weil das einfach negiert werden würde mit Droplet zum Beispiel. Ja, dann verlierst du halt mit deinem Deck. Als nächstes Deck haben wir Guru. Und Guru kommt hier hin. Das ist die Guru Dragoon Variante, denn es ist tatsächlich die beste Variante, die wir aktuell spielen können mit dem Deck. Auch da wieder, es ist richtig strong, aber es gibt so viele Outs mittlerweile für diese Deck-Varianten und das Deck ist einfach nicht mehr so konstant möglich. Und die anderen Decks sind einfach schneller und besser. Deshalb ist das Deck jetzt nur T3, aber es ist definitiv ein gutes Deck. Also wenn ihr das spielen wollt, spielt es auf jeden Fall, ist cool. Dafür könnt ihr mich flamen in den Kommentaren, aber das ist halt leider nicht mehr relevant. Das ist nicht mal Tier 3, weil einfach die Tier 3-Decks einfach so viel besser sind als Heroes, obwohl die wirklich viel machen können. Aber es ist halt einfach nicht gut, weil es einfach so easy gestoppt werden kann. Haben wir als nächstes Infernoble. Immer noch ein solides Deck, könnt ihr immer noch spielen. Die Fire Lady, Isolde sind immer noch richtig gute Karten. Und einfach das extra Deck, was ihr nutzen könnt, ist einfach ziemlich solide. Ihr könnt damit auf jeden Fall bei einem Turnier auf jeden Fall so ein bisschen mitspielen. Ist auf jeden Fall kein Scheißdeck. Medolche. Ich sehe schon die Kommentare. Leute. Ja. Der Grund, warum Medolche hier ist, ist, dass es unglaublich auf den Spieler ankommt, der dieses Deck spielt. Das ist kein schlechtes Deck. Definitiv nicht. Aber ich habe schon so viele damit scheitern sehen, weil sie das Deck nicht richtig spielen können. Und das ist ein Skill, der das einfach so irrelevant macht, weil es halt nicht toppen kann, wenn du das Deck nicht kannst. Und das können nur ganz, ganz wenige. Und deshalb ist das Deck an sich zwar nicht schlecht, aber so hard to master, dass ich das hier unten reingepackt habe und es macht einfach aktuell auch nichts. Gleiche gilt übrigens auch für Orkus. Ist jetzt nicht hard to play, aber es macht halt einfach nichts aktuell. Und es ist ein cooles Deck, aber ohne die Karten, die es braucht. Und es lässt sich einfach stoppen mit dem Biro zum Beispiel. Also das ist alles so ein bisschen schade. Gleiche gilt übrigens auch für Paleo. Paleo ist ein Deck, es ist nicht schlecht. Es ist auf jeden Fall spielbar, es ist gut spielbar, aber im Vergleich zu den anderen Decks macht es einfach zu wenig. Pendulum, Soltriff, das muss leider sein. Pendulum ist leider so irrelevant. Es macht halt einfach nichts. Es tut mir leid, aber es ist halt so, du kannst halt so totes Bricken mit dem Deck und das ist halt für ein gutes Deck halt nicht gut. Dafür macht es einfach zu wenig. Aber auf jeden Fall gehört es hier irgendwo hin. Dann haben wir hier PK. PK kommt zu Tier 2. Ja, PK ist ein richtig starkes Deck. Es gibt viele Varianten, die ihr damit spielen könnt. Die PK Raid Raptor Blackwing Variante ist ganz cool. Die Pure Variante kann auch halt okay sein. Die Variante mit Burning Abyss zum Beispiel ist auch ganz cool. Es ist halt ein richtig, richtig starkes Deck. Aber es fehlt so der letzte Push für Tier 1. Also es ist auf jeden Fall ziemlich nah dran. Ich würde das sogar direkt hinter Börder packen, weil das ganz gut passt. Dann haben wir Prankits. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die LCS hat es ja gezeigt, dieses Deck ist halt so konstant möglich und so gut spielbar. Und ihr habt so eine konstante Engine, dass ihr so viele andere Karten darin spielen könnt, dass es einfach ein Tier 1 Deck ist. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das Deck hat so viele Möglichkeiten zu spielen. Es kann theoretisch sogar auf das Mystic Mindplay gehen, ohne Monster, und kann dann trotzdem euch noch foppen, wenn es ein Monster Special, was zweimal was von euch zerstören kann. Und es ist einfach so konstant, es ist einfach so stumpf. Und wer das nicht sieht, dass es Tier 1 ist, schade, weil es ist wirklich ein gutes Deck. Auch wenn ich jetzt die meisten Artworks nicht unbedingt so geil finde, aber es ist ein sehr, sehr gutes Deck. Und dann haben wir das Rock-Deck. Adamancipator. Kommt auch zu Tier 2. Es hat zwar viel mit Blocktachen verloren, mit dem Union Carrier und mit Link Cross, aber es ist immer noch super gut spielbar, denn alle Karten vom Themendeck sind noch da und das Themendeck an sich ist halt auch strong. Ne? Monster und ein anderes Monster. Dann gehst du auf ein anderes Monster und dann noch ein anderes Monster. Also das ist halt, das kann halt einfach auch bringen. Aber es kann auch einfach dich richtig zerstören. Ne? Und die Endboards, die das lädt, sind halt wirklich auch schwer zu outen. Das ist nicht viel anders, wie es halt vor einem Jahr gewesen ist. Aber es ist ein cooles Deck. Auf jeden Fall T2. An alle Salamangwet-Spieler, es tut mir leid. Da bleibt nicht viel zu sagen. Das Deck ist zwar immer noch relativ konstant möglich, aber es macht einfach nicht genug. Denn linken wir uns damit zu einer Setkarte, die was negieren kann, ist ja einfach, ja, nicht genug. Dann haben wir Shadol. Shadol kommt zu Tier 1. In allen Varianten. Das pure Shadol, vielleicht nicht unbedingt Tier 1, aber die anderen Varianten mit Invoked, mit Dogmatica, die sind sowas von krass. Auf jeden Fall Tier 1. Es ist ein richtig, richtig gutes Deck. Dann haben wir Stun. Nope.
gar nicht wichtig. Unchained, T3, pack Unchained sogar mal hier vorne hin. Denn du kannst in Unchained viele Karten spielen, die das Gegner halt wirklich outen können. Und das Deck selber ist halt nicht so anfällig gegen verschiedene Interruptions. Das heißt, zerstört werden macht bei denen halt nichts. Und die können relativ easy deine Monster klauen, was halt gegen manche Decks ja wirklich ziemlich gut sein kann. Deswegen, es ist ein gutes Deck, aber es ist halt nicht mehr als T3. Dann haben wir VW, Virtual World, Tier 2. Es ist ähnlich wie V-Rock. Es hat zwar viel von seinen Sachen verloren, aber es ist halt immer noch ein sau konstantes Deck, was halt wirklich viel machen kann. Wenn es da wirklich halt wieder ein Deckbild gibt, der sich halt so standardisiert, könnte dieses Deck halt wieder richtig stark sein, wenn sie sich mehr damit beschäftigen. Auf jeden Fall ein richtig gutes Deck. Dann haben wir Zombies. Zombies ist Tier 3, weil das immer noch viel machen kann mit der Zombie-Welt und Balladroch und... Es ist zwar ein geringes Setup, aber das kann halt schon reichen, weil Zombie-Welt gegen Dinos oder Dragon Link ist halt schon richtig strong. Selbst gegen Shadow kann das manchmal halt nerven. Und gegen Bird Up ist es halt auch richtig stark und gegen PK und Rock ist es auch richtig strong. Also es ist halt ein Deck, was halt vieles dieser Interaktionen hier outen kann. Das ist ganz, ganz witzig eigentlich. Ja, auf jeden Fall deshalb T3. Ja, und dann haben wir noch Zodiac. Zodiac kommt zu T1, denn Zodiac endlich... Das Deck hört sich erstmal nicht so krass an, aber es ist einfach richtig stark. Ein Zeus mit 6 Materialien. Du kannst halt 3-mal Karten auf den Friedhof schicken. Das ist halt richtig stark. Auf jeden Fall da ein Auge drauf haben. Ja, dann würde ich sagen, also das hier ist meine Tierliste für das Meta von April 2021. Was sagt ihr denn dazu? Ich persönlich finde, dass es eigentlich ziemlich cool geworden ist. Aber das müsst ihr mir in den Kommentaren da lassen, ob ihr das genauso seht. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Leute.